Ich darf Sie zunächst erstmal ganz herzlich willkommen heißen bei uns im Overbeck-Museum. Mein Name ist Friederike Daugelat, ich bin die Leiterin des Overbeck-Museums und ich bin wirklich überwältigt von der großen ehrenamtlichen Hilfe, die wir durch Sie seit Jahren schon erfahren. Als kleines Dankeschön für Ihr Engagement bekommen die Freiwilligen im Overbeck-Museum eine ganz persönliche Führung durch die Ausstellung, die sie ehrenamtlich beaufsichtigen. Susanne Meyer leistet einmal im Monat für eine halbe Öffnungszeit von 3,5 Stunden Aufsichtsdienst im Museum und das seit 2 Jahren. Mir ist wichtig, für mich was zu tun, also irgendwo noch integriert zu sein und aktiv etwas mitgestalten zu können oder zumindest unterstützen zu können und Anregungen zu kriegen, einfach weil ich mir also anders gar nicht vorstellen kann, wenn man berufstätig war bis 65, dann fehlt irgendwas, dann braucht man Struktur oder Inhalt oder neue Kontakte, es fehlt ja auch die Rückmeldung, der Kontakt zu anderen, die Anregungen, die man dadurch kriegt. Insofern ist das nun was sehr Schönes. Susanne Meyer ist eine von insgesamt 50 ehrenamtlichen Helfern im Overbeck-Museum, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Ohne Freiwillige wäre dies nicht möglich gewesen. Das Overbeck-Museum basiert von vornherein auf der Arbeit von Freiwilligen und viele wesentliche Museumsbereiche könnten wir ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen nicht abdecken. Ganz besonders wichtig ist natürlich die Aufsicht an den Wochenenden. Wir könnten gar keine normalen Öffnungszeiten gewährleisten, wenn wir keine Ehrenamtlichen hier hätten. Aber auch andere wichtige Teile werden durch Ehrenamtliche abgedeckt. Beispielsweise haben wir eine Dame, die bei uns im Archiv mitarbeitet und Briefe transkribiert. Wir haben einen ehrenamtlichen Fotografen. Wir haben eine Reihe mit sehr beliebten Kunstreisen, die auch ehrenamtlich organisiert werden. Insofern könnte das Overbeck-Museum tatsächlich ohne ehrenamtliche Hilfe nicht existieren. Bernd Wurtmann ist der ehrenamtliche Fotograf des Museums. Seit einem Jahr erstellt er die Ausstellungskataloge und Werksverzeichnisse. Es ist mir einerseits wichtig, dass ich so ein bisschen im Beruf bleibe. Ich bin ja Fotograf gewesen, bin es noch. Dann ist mir wichtig, dass ich eine Tätigkeit ausübe, bei der man auch seinen Mitmenschen eine gewisse Freude bereiten kann. Man kann dann zwar nicht die Originale weiterreichen, aber man kann doch zeigen, dass es sehr schöne Bilder sind, die auch Freude machen, angesehen zu werden. Man könnte sich vielleicht, wenn man so einen Katalog kauft, dann auf den Geschmack kommen. Und könnte vielleicht dieses Museum mal besuchen, um da die Bilder im Original anzusehen. Als ehemaliger Lehrer an der Wilhelm-Wagenfeld-Berufsschule für Mediengestaltung und Fotografie wundert es nicht, dass Bernd Wurtmanns Lieblingsbild der Overbeck-Ausstellung ihn an diese Zeit erinnert. Das ist die trocknende Wäsche. Das ist aus dem Grunde ein Lieblingsbild von mir. Ich habe ja während meiner beruflichen Tätigkeit sehr viele Klassenfahrten gemacht. Wir sind ungefähr 3-mal im Jahr auf Klassenfahrt gegangen in ganz Europa. Wir waren dann auch 2-mal auf Föhr und während dieses Föhr-Aufenthalts habe ich ein ähnliches Bild gemacht. Das ist fast, man möchte sagen, deckungsgleich. Natürlich ist es ein Foto, aber es ist eigentlich das gleiche Motiv, wie hier zu sehen ist. Und deswegen mache ich dieses Bild so gerne. Dietlef Meyer-Mölk sitzt im Vorstand des Vereins Freunde des Overbeck-Museums. Bereits seit 8 Jahren engagiert sich der 71-Jährige ehrenamtlich um den Nachlass des Worpswieder Maler-Ehepaars, in dem er am Wochenende Aufsicht hält. Ja, dann sitze ich hier im großen Saal und begrüße die Gäste, die Besucher, die die Ausstellung anschauen wollen. Ganz oft kommen wir auch miteinander ins Gespräch, dann gebe ich so mein internes oder mein Hintergrundwissen gerne auch weiter. Solch ein kulturelles Interesse ist eine Voraussetzung, um im Overbeck-Museum sich freiwillig zu engagieren. Vor allen Dingen müssen Sie Freude an der Kunst haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und für uns ist es auch gut, wenn Sie eine gewisse Verlässlichkeit mitbringen. Gerade weil so wichtige Teile des Museumsbetriebs über Ehrenamtliche laufen, müssen wir uns auch auf die Leute verlassen können. Das hat bisher aber wunderbar funktioniert. Und wenn Sie dann noch aufgeschlossen sind, interessiert gegenüber der Kunst, dann können Sie, glaube ich, selber sich auch hier schöne Stunden machen und eigentlich eine persönliche Bereicherung auch erfahren. Zwischen Worpsweder Moorlandschaft und Naturmalerei sich flexibel ehrenamtlich engagieren. Das Overbeck-Museum in Bremen-Vegesack macht es möglich.